willkommen, ihr digitalen Helden, zum neuesten Indie Monday 2016. Heute mit einem richtig coolen Game, das auf Steam gerade sowas von abgeht. YouTubers Live, los geht's! Eine Freundin hat mich vor einer Woche darauf aufmerksam gemacht und gesagt, ja, Fee, Mensch, kennst du das Game schon? Das soll total cool sein, ich kaufe mir das jetzt einfach. Und ich so, ein Simulationsspiel, das simuliert, dass ich ein YouTuber wäre. Nein. Und dann habe ich gesehen, dass das mega, mega abgeht auf Steam und überall, gerade auch auf YouTube. Und ich dachte so, okay, das musst du dir irgendwie mal ansehen. Ja, und deshalb habe ich mir den Kracher des Entwicklerstudios Uplay Online mal angeschaut. Es ist ein Simulation-Strategiespiel, in dem ihr quasi einen Avatar spielt, der YouTube-Star wird. Momentan ist nur die Gaming-Karriere verfügbar, aber schon bald kommen auch noch Food-Blogger-Karriere, die Beauty-Karriere, die Lifestyle-Karriere und was man sich alles noch so vorstellen kann dazu. Und ich dachte, weil ganz viele Leute mich danach gefragt haben, ob ich das spiele, da dachte ich, ich mache einfach mal eine Indie Monday daraus. Tja, und deshalb müsst ihr euch jetzt damit quälen lassen. Während ihr euch in diesem Video abmüht, mühe ich mich mit diesen unfassbaren, höllischen Temperaturen in dieser Dachgeschosswohnung ab. Ich fühle mich so ein bisschen wie, als würde ich im Vorhof zur Hölle wohnen. So unglaublich heiß. So wie es aussieht, hat das bald ein Ende. Ich werde wahrscheinlich in 2-3 Monaten umziehen, aber dazu später, beziehungsweise in einem anderen Vlog mehr. Jetzt wollen wir uns erstmal dem Game widmen. Ich habe mir schon immer gedacht, dass es mega abgehen würde, wenn man so ein Spiel programmieren würde, in dem es darum geht, YouTuber zu sein. Und jetzt hat es tatsächlich mal jemand gewagt, das zu machen. Und bevor wir jetzt zu viel labern, geht's einfach los ins Gameplay. Wie immer für all diejenigen, die nicht wissen, wie der Indie Monday funktioniert. Ich let's playe die erste halbe Stunde eines Indie-Games und danach kommt der Showdown mit einer höchst komplizierten Bewertung nach einem noch komplizierteren Bewertungssystem. Und noch eine ganz spezielle Frage an euch. Wenn ihr einen YouTube-Channel aufmachen würdet, welche Videos würdet ihr drehen wollen und welche Art von Channel würde euch total interessieren? Was würdet ihr ganz dringend mal ausprobieren wollen? Und natürlich auch, was hält euch vielleicht davon ab, einen eigenen YouTube-Channel zu eröffnen? Das würde mich super interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich mit diesem Video. Und bevor wir jetzt uns hier verquatschen, geht es los. YouTubers Live, let's Indie Monday. Und damit hallo und herzlich willkommen im Hauptmenü von YouTubers Live. Wow! Einem der momentan meist gehyptesten Games, Indie-Games im gesamten Internet und auf YouTube. Ich weiß nicht warum, aber wir finden das jetzt gemeinsam raus. Und drücken auf neues Spiel. Seid ihr auch so gespannt wie ich? Huh! Tada! Ich habe es endlich geschafft! Ich bin der beliebteste YouTuber! Ich verwalte mein eigenes Netzwerk! Es war ein schwieriger Weg bis dahin! Das ist meine Geschichte! Okay, wir sind gespannt. Ladebildschirm! Walking like an Egyptian! Herzlich willkommen, wir sind natürlich kein Mann, wir sind eine Frau! So, guck mal, das sieht mir doch schon sehr ähnlich, ne? Wow, ich habe einen Zopf unter Wedeln! Okay, wir gehen mal weiter zu den Frisuren. Frisuren, was haben wir hier? So, das sieht schon mal aus wie ich, ne? Oder was haben wir hier? Um Gottes Willen, was ist das denn? Bei welchem Friseur warst du denn? Wahrscheinlich bei dem gleichen Friseur, wo ich letzte Woche war. Ich war auch sehr unzufrieden. Sehr, 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 sehr unzufrieden. So, was gibt's hier noch? Um Gottes Willen. Das ist ganz cool, aber so laufen wir eigentlich nie rum. Das sieht nicht aus wie ich. Wir machen mal so eine kleine Schmunzelfee, ne? Wir machen mal so eine kleine Schmunzelfee. Wir bauen uns mal unseren Kanal nach. Weil, warum nicht? Ne? Ich finde, das ist dann quasi YouTube-Ception. Die YouTuberin im Spiel über YouTuber. Fee in der Fee von Schmunzel. Fee in der Welt von Schmunzelfee innerhalb eines Spiels. Also YouTube-Ception. Oh mein Gott. Lasst uns loslegen. Was ist das hier? Karate-Kid. Karate-Fee. Karate-Schmunzel-Kid. Was ist das?
Das ist ein bisschen... Nein, 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 nein. Wir haben längere Haare. Jetzt gerade nicht, aber sonst schon. Sonst schon. Was haben wir... Was ist das hier? Ding, 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 ding. So laufe ich nicht rum. So. Ja, ich habe zwar einen Sidecut, aber nicht so kurze Haare. Also irgendwie... Was ist das? Wer trägt denn so hoch sein... Wer trägt denn so hoch seinen Zopf? Kim Kardashian vielleicht. Also ich jedenfalls nicht. Was haben wir hier noch? Hey, Pippi Lotta, wer trägt denn so seine Haarsträhne? Das wäre, als würde ich... Also... Hallo und herzlich willkommen, meine lieben YouTuber, Freunde, zu einem neuen Let's Play mit mir, Schmunzefee. Nee, einfach nein. Muss ich mich wieder hübsch machen. Boah, es ist so warm in dieser Dachgeschosswohnung. Egal, aber ich leide. Ich leide nur für euch. Was ist das denn jetzt hier? Ist ja schrecklich. Hey, Schmunzel. So, jetzt siehst du nicht mehr ganz so schrecklich aus. Haha. So, was haben wir hier noch? Pottschnitt. Ich habe mir einen Pott auf den Schädel geknallt und dann geschnitten. Nein, so möchte ich... Um Gottes, was ist das denn? Ich habe einen Penis am Hinterkopf. Ich meine, das darf ich nicht sagen. Also hier, das... Nein! Ich wisst ihr was? Das sieht mir doch sehr ähnlich, oder? Das ist einfach... Ich bin Fehlschmunzel. So. Schauen wir mal, was haben wir hier? Ich habe so grüne Augen. Grün mit braun. Guck mal, das passt doch zu mir, oder? Nee, so nicht. Das sieht mir doch sehr ähnlich. Mit so einem fetten Kajalstrich, den ich sonst immer trage. Das sieht gut aus. Was ist das denn hier? Nein, so sehe ich nicht aus. Das sieht schon sehr, mir sehr ähnlich. So, schauen wir mal hier. Was haben wir hier? Oh. Hallo, mein Name ist Katja Krasitsche und das hier ist mein neuer YouTube-Kanal. Nein. Hallo und willkommen bei neuen Let's Plays von Phil Schmunzel. Schön, dass ihr auch diesmal eingeschaltet habt. Ich hab bespuckt. Was haben wir hier? Normale Lippen? Oh, um Gottes Willen. Baywatch. Es sieht aus wie so Baywatch-Lippen. Oh ja, hallo, ich bin Bibis Beauty Palace. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute stelle ich meine Duschschaum-Collection vor. Die ist jetzt im Handel, könnt ihr jetzt kaufen. Okay, ja. Was ist das hier? Oh, ich habe keine Oberlippe mehr. Aber eine riesige Unterlippe. Hallo! Nein, irgendwie nicht. Wir bleiben mal natürlich, ne? Die natürliche Schmunzelfee, wie sie leibt und lebt. Wann trage ich schon mal Lippenstift? Eigentlich nie, ne? Ich bin auch eher der natürliche Typ. So. Warum darf ich keinen Bart tragen? Wenn ich jetzt Conchita-Wurst sein wollen würde, könnte ich keinen Bart tragen. Das finde ich nicht gut von euch. Das finde ich nicht nett. Wer auch immer dieses Spiel programmiert hat, das war nicht sehr wohl überlebt. Was haben wir hier? Hüte. Wo ist denn mein Zopf? Was ist das denn? Jetzt kann ich noch nicht mal einen Hut tragen oder eine Mütze, weil da mein Zopf weg ist. Das ist doch kacke. Ist ein bisschen warm dafür, ne? Komm, wir machen einfach ohne, damit unser... Haben wir wenigstens unseren Zopf hier. Ist ja schrecklich. So, schauen wir mal. Was ziehen wir uns denn an? Was haben wir hier? Give us peace! Ah! Ich bin nicht so der Peace-Typ. Ich hasse Frieden. So, jetzt sehe ich schon... Nein, ich mache nur Spaß. Jetzt sehe ich schon alle Leute auf mich zukommen und mich steinigen. Ah, steinigt sie! Hexe! Sie will den Weltfrieden nicht! Natürlich. Wenn ich mir das aussuchen könnte, wäre der Weltfrieden das Erste, was ich verteilen würde. Gleich nach Schwarzwälder Kirschtorte. Wäre der Weltfrieden das, was ich gleich verteilen würde. Was haben wir hier? Kryptische Zeichen auf einem T-Shirt. Ich glaube, wir gucken uns erstmal die Hose an. Was trage ich denn öfter? Um Gottes Willen. Nee, so laufe ich eigentlich eher weniger rum. Ich habe immer so Leggings an. Guck mal, das sieht doch fast aus wie Leggings. So. Und Schuhe. Was trage ich? Ja, nee, eher seltener. Hier, komm. Paar coole Turnschuhe. Fee, wie sie leibt und lebt. Fee, wie sie leibt und läuft. Okay, was tragen wir denn jetzt? Machen wir hier mal... Guck mal, das sieht doch cool aus, oder? Oh yeah, ich habe einen neuen coolen Pullover. Oder sind wir eher so der sportliche Typ? Nee, so sportlich sind wir nicht. Was ist das hier? Da, 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 da. Luigi, du hast dir die Familie Schande gemacht. Was ist das? Also es passiert selten, dass ich so rumlaufe. Hallo und herzlich willkommen. Wie würdet ihr das finden? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Nein, nein. Wir bleiben bei unserem coolen Pullover. Es ist zwar Hochsommer, aber wen interessiert das? Hier in meiner Wohnung sind es 40 Grad. Aber ich lebe damit. Ich lebe damit. So.
Schauen wir uns mal. Schritt 2 können wir uns jetzt die Persönlichkeit auswählen, wenn wir hier nichts mehr wollen. Will ich eine Brille? Nein, ich trage ja keine Brille. Nur manchmal, aber mit Fake-Gläsern. Dann werde ich immer gehatet von allen Leuten, die richtig Brille tragen müssen. Ja, du trägst Fake-Gläser, das ist voll die Beleidigung für mich. Wenn ich Fake-Brille tragen will, dann trage ich eine Fake-Brille. Mein Freund, hä? Warum trägst du Schuhe, hä? Warum trägst du Schuhe? Musst du diese Schuhe tragen? Hä? Nein, du könntest auch hochhackige Schuhe tragen. Aber nein, du trägst Turnschuhe so wie ich. Machst du mich nach, hä? Machst du mich nach? Das ist eine Beleidigung für mich. Verzeihung. Gut, schauen wir mal. Superstar. Du bist ein Meister der Videos und dein einziges Ziel ist es, mehr und mehr zu machen. Jeder Like und jeder Abonnent zählt, okay? Nächstes. Habgierig. Ich war noch nie so habgierig, ne? Deine Fixierung aufs Geld ist nichts Neues. Du bist ein Wirtschaftsexperte und du weißt, wie man mit Videos Geld macht. Ganz ehrlich gesagt, ich verdiene kaum Geld mit meinen Videos hier auf YouTube. Kaum. Also wirklich kaum. Und das war auch früher so. Ich glaube, das Höchste, was ich mal bekommen habe, waren 50 Euro in einem Monat. Und da habe ich jeden Tag ein Video gemacht. Also, Leute, ne? So viel verdient man nicht. So, gesellig. Du liebst es, neue Menschen kennenzulernen und in Geselligkeit zu leben. Neue Freunde zu treffen ist dein Lieblingshobby und eine unendliche Kontaktliste ist dein Ziel. So groß ist meine Kontaktliste gar nicht. Schauen wir mal. Wie groß ist denn meine Kontaktliste? Ha! Oh. Okay, sie ist nicht so hoch. Meine Kontaktliste ist leider nicht so groß. Naja, man kann nicht alles haben, ne? Ginny, dich kümmert es nicht, was andere denken. Zu lernen und neue Dinge zu erlernen macht Spaß und ist einfach. Du bewirbst dich für ein Studium. Ja, das habe ich in der Vergangenheit gemacht. Ich glaube, das mache ich in-game mal nicht. Partytier, gibt es etwas Wichtigeres als Ruhm und Popularität? Nein, gibt es nicht! Ruhm und Ehre und Popularität. Du willst Spaß haben ohne Sorgen, also habe eine tolle Zeit. Also irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, ob das das Richtige für mich ist. Romantisch. Dein Lebenstraum ist es, eine besondere Person zu finden. Du wirst nicht aufhören, diese Person zu suchen, bis du sie gefunden hast. Dein Seelenverwandter wartet auf dich. Ich glaube, das ist, was wählen wir? Also dadurch, ich habe ja jetzt 3 Jahre Pause auf YouTube gemacht. Und von den 6000 Abonnenten, die hier oben oder unten drüber stehen, sind, glaube ich, noch 1000 Leute da. Der Rest sind so Karteileichen. Aber das macht nichts. Da ich ja jetzt schon ein Studium gemacht habe, werde ich, glaube ich, Superstar wählen. Ich wollte schon immer ein Superstar werden und Likes und Abonnenten sammeln. Nicht, dass ich das jemals getan hätte, weil die meisten von euch, die mich kennen, wissen, dass ich schon immer das so gemacht habe, dass ich tatsächlich eigentlich immer gemacht habe, was ich wollte. Und nicht so viel Rücksicht auf meine Abonnenten genommen habe. Aber die haben Gott sei Dank immer gemocht, was ich gemacht habe. Ha, was für ein Glück für mich. So, wählen wir mal Superstar und gehen weiter. So, was willst du auf deinem Kanal machen? Also ich wusste bisher, dass es nur Gaming gibt. Das kommt uns sehr zu Pass, weil ich bin ja auch ein Gaming-YouTuber. Da bin ich froh. Bist du ein richtiger Spieler? Ja! Dann zeige deine Joystick-Fähigkeiten der ganzen Welt. Okay, das werde ich tun. Demnächst kommt dann noch Mode, Lifestyle, Kochen und Musik. Oh, ich bin gespannt. Wir dürfen gespannt sein. Aber erstmal gibt es nur Gaming. Los geht's. So, mein Name ist natürlich Schmunzelfee. Wir nennen mich einfach mal Fee. Fee. So, das passt. Was passiert denn, wenn wir hier draufklicken? Madeline. Samantha. Haley. Vivienna. Jessica, Lenny, Lily, Marley, Diami? Na komm, wir nennen mich einfach mal Fee. So heiße ich ja wirklich. Und was passiert, wenn wir hier drauf klicken? Vicious Television, Steady Vlogger, Joyous Tuber, Miss Korean Pictures. Nein. Wir nennen das hier einfach, wie mein Kanal auch heißt, Schmunzelfee. So, ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Das ist jetzt so. So, mein Name ist Fee. Name meines Kanals ist Schmunzelfee. Es geht los. Lasst uns der größte YouTuber der Welt werden. Ah! Ladebildschirm. Ich bin gespannt. Hat jetzt auch nur geschlagene 12 Minuten gedauert, um uns hier einen auszuwählen. Ich hoffe, ihr seid immer noch dabei. Wenn nicht, tut es mir leid. So. Herzlich willkommen. Hier. Ich habe natürlich vorhin schon mal reingespielt. Leider hat mein Spiel sich dann aufgehangen und, meine Aufnahmesoftware hat nicht aufgenommen. Deshalb bin ich jetzt mal so ehrlich und sage, das hier ist meine zweite Aufnahme, die ich schon gemacht habe. Deshalb kriegen wir auch keine Quick-Tipps mehr. Aber das macht nichts. Ich werde euch jetzt alles erzählen, was es zu erzählen gibt. Hier ist euer Schreibtisch. Hier könnt ihr zum Beispiel Sachen machen wie neue Videos aufnehmen und Sachen dazu kaufen, neues Equipment etc. etc.
etc. Hier ist euer Bett, hier könnt ihr schlafen. Hier draußen läuft eure Mama rum in der Wohnung. Meine Mama hat aber nie so ausgesehen, weil meine Mama war brünett. Brünett! Jawohl. So, mit einem Klick auf die Tür könnt ihr so Sachen machen wie zum Beispiel lernen oder essen, aber das müssen wir jetzt nicht tun. Und hier ist unser Spieleregal. Da stehen unsere coolen Spiele drin. Wir haben momentan 100 Dollar. Und ich würde sagen, wir lernen erstmal, damit Mama nicht böse wird. Ich möchte nicht, dass Mama böse wird. Deshalb gehen wir jetzt mitten in der Nacht zur Schule. Kennen wir ja, ne? Ah, kennen wir ja. Ah. Ich habe übrigens mal meine Facecam dahin gepackt, wo sie am wenigsten stört, weil hier oben sieht man die Abonnenten. Hier unten ist relativ Unwichtiges, da ist nur das Smartphone. Deshalb habe ich euch mal hier unten nach rechts gepackt. Hier so, hier. Ja. So, wir waren jetzt auf jeden Fall in der Schule, das ist gut. Unser nächstes Ziel ist es, ein Spiel zu kaufen. Dafür gehen wir hier ins Internet. Einkaufen. Ha! Und dann können wir auswählen zwischen Amazing On, die Seite der größten, mit der größten Videospielauswahl. Hier bei PC World können wir Computerteile kaufen. Und bei All Consoles können wir Konsolen kaufen. Wir bleiben aber, glaube ich, mal ein PC-Spieler. So wie wir das in der richtigen Welt auch immer haben. Ne? Also im Real Life sind wir auch PC-Spieler. Deshalb kaufen wir jetzt bei Amazing On ein. Und hier gibt es jetzt zum Beispiel so Spiele wie Half-Life 2. Oder Battle for Upper Earth. Oder Space Metal. League of Giants. League of Giants klingt doch gut, oder? Und es ist gerade hier im Kommen. Das Spiel ist voll angesagt. Hast du darüber nachgedacht, das Spiel zu kaufen? Dann ist jetzt die Zeit gekommen. Zögere nicht! Okay, lasst uns nichts zögern. Wir werden dieses Spiel auswählen und kaufen. Ich bin dabei. Das werden wir kaufen und in unser Regal stellen. Ha! League of Giants erscheint bald. Heute. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So, wir haben ein Spiel gekauft. Juhu! Aufgabe abgeschlossen. Und deshalb bekommen wir jetzt hier so ein Geschenk. Und das sind XPs. Sind deine Spiele total veraltet? Gibt es niemanden mehr, der an ihnen interessiert ist? Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe so oft alte Spiele gespielt. Mein Zensara-Let's Play von damals zum Beispiel. Oder Voyager Elite... Ups, Elite Force. Herrgott. Ich habe immer... Immer hatte ich trotzdem Abonnenten und Zuschauer. Aber gut. Warte nicht länger und bringe ein neues Spiel in dein Leben. Deine Fans werden dir dankbar sein. So, da ist es. Da ist es angekommen. Schaut mal, hier ist es. Meine Mutter putzt da draußen immer noch die Theke. Hier haben wir das neue Spiel. League of Giants. Das nächste Ziel ist zurück zur Schule. Wir gehen mal zur Schule. Ich finde, Schule ist ja völlig unterschätzt. Ich bin ja damals sehr gerne zur Schule gegangen, obwohl ich sehr viel gemobbt wurde. Ich habe immer eins und zwei nach Hause gebracht. Meine Mutter hatte deshalb nie irgendwie große, konnte sich deshalb nie groß beschweren, weil ich immer gelernt habe für die Schule. Und weil ich so dachte, wuhu, wenn ich damals schon, ne, wenn ich schon viel am PC gesessen habe, bis nachts um zwei oder so, dann kann man auch um 6 Uhr wieder aufstehen. Ja. Und damals habe ich sogar geschafft, pünktlich zu sein und zuverlässig. Ich arbeite daran, wieder so zu werden. So, wir holen uns erstmal unsere XP ab. Wir waren ja jetzt in der Schule und werden jetzt, glaube ich, ein Video drehen. Komm, wir werden jetzt mal ein Video drehen. Ein Video. Und zwar League of Giants. Das Gameplay werden wir jetzt mal machen. Video starten. So, und hier konfiguriere deine Geräte. Hier können wir jetzt auswählen, zum Beispiel den Arbeitsplatz. Wir haben nur einen, deshalb bleibt der hier. Wir haben 12 Renderpunkte. Die Renderpunkte können wir dazu einsetzen. Die Renderpunkte können wir dafür einsetzen, um hier Sachen auszuwählen. Zum Beispiel haben wir hier nur eine niedrige Auflösung, deshalb haben wir nur 10 Renderpunkte. Wie schade. Wir haben auch noch keine Filter fürs Mikrofon und auch nur eine Mono-Ausgabe. Was ist das denn? Guck mal, was soll ich denn damit, was soll ich damit für Abonnenten kriegen? Wenn ich so eine mega niedrige Webcam-Auflösung habe, dann möchte mir doch niemand zusehen. Also ich finde, HD heutzutage ist schon Pflicht, ne? Aber gut, wir haben jetzt noch 10 Renderpunkte. Die können wir aber leider nicht benutzen. Erst gleich. So, dann geht's mal los. League of Giants Gameplay Nummer 1. Los geht's. Und jetzt können wir tatsächlich hier bestimmen, was wir sagen zum Beispiel. Ladebildschirm mit Hinweis. Wir werden mal, glaube ich, lustiger Kommentar. Lustiger Kommentar. Oh, guck mal, und jetzt ist leider schon alles weg. Wie schade. Und jetzt können wir nichts mehr machen. Also, wir können hier unten eine Reaktionskarte auswählen, immer wenn was passiert. Wir haben aber nur 4 von diesen Lichtbulbs, die wir dafür einsetzen können. Die sind jetzt schon weg. Aber trotzdem Schauspielerin und Skript 3 und 2 und Sound 1. Und das kommt uns später als Erfahrung zugute. So. Weiter. Und jetzt können wir hier nachbearbeiten.
und zum Beispiel auch Effekte wie Filter darauf wählen und sowas. Zum Beispiel hier weicher Fokus. Dann bekommen wir hier nämlich noch im Punkt und Nachbearbeitung Punkte. 4 Stunden Renderzeit. Wann habe ich das letzte Mal für ein Video 4 Stunden Renderzeit und 4 Stunden Hochladezeit? Was ist das hier? Haben wir eine Holzleitung oder was? Haben wir hier einen Upload von 1 MB? Ganz offensichtlich. Also ganz, ganz, ganz schlimm. Das ja. Wie soll ich denn so Abonnenten sammeln? Aber wir haben ja hier oben, sehen wir ja, wir haben ja noch 0 und 0 Aufrufe. Aber wir werden jetzt mal rendern. Ha! Inhalt 5, Videoqualität 4, Nachbearbeitung 1 und neue Rekorde. Wir sammeln Erfahrung. Das war's schon. Mensch, nur ein neues Level. Okay, 2 neue Level. Damit können wir leben. Wir laden das jetzt mal hoch und gehen, glaube ich, mal schlafen. Weil wir dringend schlafen müssen und danach auch dringend essen, habe ich gehört. Wir müssen auch dringend essen. Geh mal was essen. Fehl. Oh, guck mal, sie macht ihr Bett. Wie nett. Das habe ich früher auch immer gemacht. Heute ist es so, mal mache ich das Bett und mal mache ich das Bett nicht. Jetzt geht sie in die Küche und holt sich was zu essen. Hier am Kühlschrank. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Ihr müsst übrigens keine Angst haben, wenn ihr das Spiel anfangt, bekommt ihr ein Tutorial. Aber da ich das schon gemacht habe und das Spiel gerade nicht aufgezeichnet wurde und deshalb meine erste halbe Stunde Gameplay weg ist, habe ich jetzt hier keine Quick-Tipps mehr. Aber ich hoffe, das macht euch nichts. So, wir sammeln mehrere XP. Ein Gameplay-Video zu machen ist sehr einfach. Denke ein bisschen darüber nach, was du sagen willst, spiele so gut du kannst und füge beim Nachbearbeiten ein paar neue Effekte hinzu. Kinderleicht! Schaut mal, wir haben schon 80 Abonnenten. Das ging ja schnell. Vielleicht sollten wir schon mal direkt Nummer 2 machen. 70 Dollar haben wir noch. Wir könnten uns jetzt überlegen, ob wir... Was können wir denn hier mitmachen mit dem Fernseher? Neues Gaming-Video. Ach so, mit einer Konsole. Was ist das hier? Konsolen einkaufen. Anxious Ace wurde für Nintendo veröffentlicht. Was? Meine Mutter schimpft. Wenn du jetzt nicht lernst, werde ich dir Hausarrest geben und du brauchst dann auch nicht weinen, wenn ich das durchziehe. Macht nichts, ich bin YouTuber. Ist mir Wurst, ich kann von drinnen hier... Sachen machen. Ich habe einen Quick-Tipp bekommen, den konnte ich nicht lesen. Ich war doch schon lernen. Komm, wir gehen mal lernen, damit meine Mutter sich hier nicht ins Hemd kackt. Wie gesagt, meine Mutter hat früher nie gemeckert, weil ich habe immer gute Noten nach Hause gebracht. Und deshalb war das nie notwendig, dass sie meckern musste. Jetzt lern doch mal. Guck mal, wir haben schon 260 Abonnenten nur durch ein Video. Wir sollten gleich ein nächstes Video hinterher schieben. Das machen wir jetzt. Spiel wählen. Obwohl, ich glaube, was wir zuerst machen, wir kaufen erstmal ein. Wir rüsten jetzt auf. Bevor wir das nächste Video hochladen, müssen wir aufrüsten. So. Nee, das ist noch zu teuer. Herrgott, wie teuer sind die Sachen denn? Ja. Ich glaube, wir werden erstmal die Qualität hochschrauben. Wir kaufen eine neue Webcam und ein neues Mikrofon und sind dann schon fast pleite. Ja, ich glaube, mehr können wir uns noch gar nicht leisten. Nee, wir machen das erstmal so. Ich finde die Takens Pro HD Cam. Die habe ich übrigens auch da. Also es ist... die Logitech. Ich meine die Ligotech. Hier, wie die Ligotech Maus. Die Takens Pro HD Cam und das Desktop Mic kaufen wir jetzt. Dauert ein Arbeitszeit, bis es hier ist. Erinnere dich daran, dass Takens Pro HD Cam direkt um die Ecke ist. Achso, hätte ich da hinlaufen können zum Einkaufen. Na gut, egal. Macht nichts. Ich soll noch ein Spiel kaufen. Ich möchte jetzt kein Spiel kaufen. Oh, unsere Lieferung ist da. Öffnen! Da ist unsere neue Webcam. Die wird gleich hier auf dem Schreibtisch platziert. Und hier kommt auch gleich unser neues Mikrofon. Das wird ebenfalls gleich auf dem Schreibtisch platziert. Und ersetzt. Und jetzt werden wir ein neues Spiel, beziehungsweise das League of Giants. Das ist immer noch voll angesagt hier. Und deshalb werden wir das nochmal weiter gameplayen. Let's playen. Video starten. Level up! Glückwunsch, du hast Level 2 erreicht. Wenn du ein weiteres Level aufsteigst, kannst du neue Ausdauerpunkte, Skills, Videos und weitere Objekte im Laden freischalten. Klicke auf den Erfahrungsbalken, wenn du die freigeschalteten Gegenstände ausführlich sehen möchtest. Welchen Erfahrungsbalken? Ja. Was willst du von mir? Ah! Okay, wir machen jetzt erstmal ein neues Video. Arbeitsplatz 16 Renderpunkte. Dadurch, dass wir aber leider immer noch eine niedrige Auflösung haben, kriegen wir nur 13 Punkte. Wir haben keinen Filter im Mikrofon und wählen einfach mal den Stereo-Ausgang. Hä? Warum bekomme ich denn durch die Mono-Ausgabe einen Punkt und durch die Stereo-Ausgabe 0 Punkte? Das verstehe ich nicht.
Na gut, wenn ich dafür einen Punkt kriege, dann machen wir das mal so, ne? League of Giants Gameplay 2. So. Winkende Begrüßung. Ich winke. So, ich habe gewunken. Next. Lustiger Kommentar. Hauptmenü. Singender Kommentar. Ich singe oft. La 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 la. Hallo, liebe Abonnenten. Schön, dass ihr wieder da seid. So. Was haben wir jetzt? Du bist ein Level aufgestiegen. Ein mörderischer Blick. Guck mal, also ich finde, damit können wir doch schon ein bisschen was anfangen. Jetzt haben wir noch einen übrig, den können wir aber leider nicht probieren. Benutzen. Macht nichts. So. Also zuerst das hier. Hier können wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wählen den Titel. Zack. Dann sagen wir, lalalala. Ich könnte hier zum Beispiel noch einen weichen Fokus setzen. Und bei Nummer 3 kann ich jetzt gar nichts mehr machen. Das bleibt jetzt einfach so. 10 Stunden Renderzeit. Ja, dann rendern wir mal. Ich verliere Abonnenten. Ich muss schnell... Oh, ich muss schnell weiter Videos machen. Schnell Videos machen. Das passiert mir im Real Life auch so oft. Ich mache einfach keine Videos und dann verliere ich Abonnenten. So ist das. Aber wisst ihr, das Real Life ist ja immer noch da. Ist das nicht schrecklich? Hochladen. So, jetzt laden wir hoch. In der Zeit können wir mal eine Runde schlafen gehen. Und bevor Mama wieder meckert, wir gehen erstmal wieder mitten in der Nacht lernen. Dann gehen wir schlafen und dann gehen wir essen. Und in der Zeit gucken wir, was wir uns hier angucken können. Du hast eine neue Karte erhalten. Lustiger Kommentar. Ach, das sind Sachen, die ich dann einsetzen kann. Winkende Begrüßung. Unlustiger Kommentar. Warum sollte ich einen unlustigen Kommentar machen? Das interessiert doch keinen. Winkende Verabschiedung. Und mörderischer Blick. Ich wink ja auch immer, ne? Hallo! Fröhliche Äußerung. Herrgott, ja, ich weiß jetzt. Was ist das? Ah, und jetzt hier kann ich mir Talente aussuchen später. Das ist ja witzig. Und das hier sind Fähigkeiten, meine Fähigkeiten. Oh, guck mal. Ich habe ein Durchschnittseinkommen von 1,56 Dollar im Monat. Also wenn das nichts ist, ne, dann weiß ich auch nicht. Benachrichtigungen, Freunde, Kalender. League of Giants Gameplay. Oh, jetzt hier. Ich kann mir die Kommentare ansehen. Neue Dinge zu tun ist ein guter Weg. League of Giants ist ein großes Spiel. Jetzt ist es viel interessanter geworden. Von Evangeline. Ich liebe dieses League of Giants Gameplay Video. Sehr interessant. Amanda. Ich habe auf dein erstes Star-PC-Video gewartet. Maxim. Aha. Ich liebe dieses Video. Mach weiter so, Elisha. League of Giants ist das beste Spiel, das ich je gespielt habe. Das Spiel ist total angesagt zurzeit, sagt der Andreas. So, guckt mal hier. Jetzt bekommen wir schon ein bisschen mehr noch. Mehr Leute, die uns das angucken. Unser Video. Was ist das hier? Mein Kanal. Oh, ich kann meinen Kanal ansehen. Warnungen. Gut, keine Warnungen. Wir haben also keine Urheberrechtsverletzungen. Das ist immer wichtig, wenn ihr einen YouTube-Kanal habt, guckt, ob ihr Urheberrechtsverletzungen habt. Bestes Video ist hier, das hier. Mein Netzwerk, CPM. Du musst mindestens eine Luxuswohnung besitzen, um in einem Netzwerk beitreten zu können. Ich will nichts sagen, aber ich wohne leider nicht in einer Luxuswohnung. Und ich glaube, das wird auch so schnell nicht passieren. Rang auf YouTube. Ich habe Rang 49, davor ist Evangeline. Ach so, und wenn die dann bei mir kommentieren, soll ich bei denen auch kommentieren? Das ist im Real Life ja auch so, wenn man bei anderen Leuten kommentiert. Dann wird man besser. Dann kommen die Leute zu einem und gucken. Zuschauer, ernst, spaßig, lehrreich, unterhaltsam. Ich bin unterhaltsam und meine Zuschauer sind jünger und eher männlich. Das ist bei mir auch so. Ungefähr so sieht mein Balken bei YouTube aus. Gucken wir mal, was haben wir hier? Wofür ist das Plus? Plus. Achso, ich kann mir hier die Sachen angucken. Okay. Was ist das hier? Was ist das denn hier? Profil ansehen. Tried Videos. 3Uber. Succinct Witz. 314k. Da bin ich noch nicht. Wir gucken mal hier. Guck mal, wer ist denn über mir? 14,1k. Da gucken wir uns mal das Profil an. Du kannst noch keine Mitarbeiter einstellen. Oh, ich kann irgendwann Mitarbeiter einstellen. Oh! Und hier Netzwerk. Luxuswohnung erforderlich. Beitreten. Achso, ich darf hier noch nicht. Ich darf noch gar nicht beitreten. Ich darf noch gar nichts machen. Gar nichts darf ich machen. So. Okay. Kaufe ein Spiel. Ich habe kein Geld mehr für ein Spiel. Hey Fee, ich möchte ein Gameplay-Video machen. Ich weiß aber leider nicht, wie ich es aufnehmen oder bearbeiten soll. Könntest du eins machen und es hochladen? Ich werde dir das Spiel schicken. Ja, komm, ich bin mal nicht so. Space Metal Gameplay vor dem Januar. Was?
Belohnung, verbleibende Zeit. Das heißt, ich muss jetzt das Spiel kaufen und dann bekomme ich Geld dafür. Aber dafür muss ich erst das Spiel kaufen, ne? Space Metal. Da müssen wir erst das Spiel einkaufen. Gucken wir mal, wie teuer Space Metal ist, ob wir uns das überhaupt leisten können gerade. Ja, können wir. Ach, das haben wir schon. Wir haben Space Metal schon. Ja, dann. Achso, hier. Öffnen. Ja, dann bin ich doch dabei. So, hier. Aber erstmal schlafen wir eine Runde. Ich sehe schon kommen. Mama geht gleich wieder, vor dem 17. Januar muss ich das aufnehmen. Wir gehen erstmal essen, weil sonst fallen wir vom Fleisch. Wir wollen ja nicht vom Fleisch fallen. Das darf uns nicht passieren. Auf gar keinen Fall. Stellt euch mal vor, wir haben nichts zu essen. Ein Gamer hat nichts zu essen. Das darf so nicht sein. Ich habe ja auch nichts zu essen. Guck mal, alles schon leer hier. Alles leer gegessen. Aber was zu trinken habe ich wenigstens noch. So. Mama, wir gehen später in die Schule. Ich muss erst ein Gameplay-Video aufnehmen. Ich kann nichts dafür. Das ist so. Space Metal. Oh, guck mal. Um Gottes Willen. Es ist ein Fußballspiel. Ich würde niemals ein Fußballspiel aufnehmen. Aber okay, ich bin mal nicht so. So, hier müssen wir wieder alles auswählen. Wir haben immer noch nichts Besseres. Filter auswählen. Mono-Ausgang. Ja, komm hier, fortsetzen. Space Metal Gameplay 1. Ihr könnt ihm natürlich auch noch Namen geben. Aber ich habe hier so Hotkeys eingestellt in OBS, wo ich das gerade drin aufnehme. Und das Problem ist, wenn ich jetzt hier irgendwie in OBS irgendwas hier eintippe, dann stoppt OBS die Aufnahme oder macht irgendwelche verrückten Sachen. Deshalb werde ich jetzt dem hier keine tollen Sachen geben. So, du startest die Aufnahme. Winkende Begrüßung. Hallo, hallo. Schön, dass ihr da seid. Mensch, guck mal, heute spielen wir hier geile Sachen. Du hast eine einfache Aufgabe bewältigt. Ja. Was machen wir denn jetzt? Mörderischer Blick. Ich bin aber eine einfache Aufgabe geschafft. Lustiger Kommentar. Du bist ein Level aufgestiegen. Ja, komm hier. Wir sind mal lustig heute. Ich bin dabei. Und jetzt haben wir noch 3 übrig. Ich bin mal gespannt. Ach, wir dürfen gar nichts mehr machen. Das war's schon. Na gut. 1. Wir haben immer noch 13. Herrgott, was ist denn hier? Was ist das denn für ein Sound hier? So. Weicher Fokus. Auf hierauf. Und Farbe zuordnen. Und dann können wir schon nichts mehr machen. Rendern. Interesse 67%. Naja. Guck mal, wir haben schon 1412 Abonnenten. Wenn das im Real Life mal so schnell gehen würde, ne? Das wäre super easy. Ergebnis. Hochladen. So, und jetzt haben wir... Hoppla, es scheint so, als würde mein PC Probleme machen. Ich sollte den Zustand mal überprüfen. Nein! Was muss ich denn jetzt machen? Reparieren. Reparier mal. Wie repariert man das jetzt? Ach, da kommt jemand und repariert den. Kostet das Geld? Ich muss was hochladen. Beeil dich. Jetzt kommt meine Mutter und meckert schon wieder. Du warst nicht in der Schule. Na! Bla, bla, bla. So. Ich war nicht... drücke auf Aufrüsten. Aber ich habe nicht genug Geld. Oh, ich habe Geld bekommen. Ich habe Geld bekommen. Geld! Geld! Wähle einen PC aus und drücke auf Aufrüsten. In diesem Laden kannst du alle möglichen Sachen kaufen, um deine Arbeitsstation aufzuwerten. Ja, da waren wir schon. Ja, toll. Aber ich habe das ja alles schon. Ich habe nicht das Geld, um das zu machen. Wenn du jetzt nicht lernst, werde ich dir Hausarrest geben. Ja, Mama. Ich habe einen Talentpunkt erhalten. Jedes Mal, wenn du ein Level aufsteigst, bekommst du einen Punkt, den du zur Verbesserung und Entdecken neuer Arten von Videos investieren kannst. Komm und nutze deinen neuen Talentpunkt. Ich werde all meinen Freunden erzählen, wie gut du daran bist. Es ist mir gerade ein bisschen stressig hier. Wusstest du, dass in ein paar Wochen eine wichtige Spielemesse ist? Du kannst dich dort mit anderen YouTubern treffen und etwas bekannter werden. Allerdings kostet das $100 das Ticket. So teuer ist die Gamescom nicht. Hol dir das Geld und wir gehen zusammen hin. Ich habe kein Geld. Sorry. Tut mir leid, habe ich nicht. Ich gehe jetzt erstmal lernen, bevor Mama wieder schreit, ich soll lernen. Und in der Zeit gucken wir uns mal hier. Geh auf die Messe. Ich habe kein Geld, ich kann nicht auf die Messe gehen. Hier, verdiene $100. Space Metal Gameplay, bewerben. Ich könnte es bewerben. Bewerben wir das mal. So, erzähl es rum. Kostet $15.
Nee, habe ich jetzt nicht. Ich soll doch $100 verdienen, habt ihr doch gesagt. Geldaufträge, keine da. Kaufe ein Spiel. Oh, hier, guck mal, meist gesehen. Ich habe XP bekommen, Gesamtansicht. Und ich habe Abonnenten, ahoi. Bekomme Abonnenten für deinen Kanal, das habe ich auch geschafft. Und jetzt gucken wir mal hier rein. Und hier kann ich jetzt meinen Talentpunkt ausgeben, den ich habe, oder? Ja, ein Talentpunkt. Was könnte ich denn hier machen? Erste Eindrücke. Nehme dein erstes Gameplay-Video auf. Der deutsche Imperativ wird mit I gebildet. Nimm dein erstes Gameplay-Video auf. Entschuldigung. Und gebe deinen Zuschauern einen Vorgeschmack des Spiels. Das Beste holt man aus Spielen raus, die gerade erschienen sind. Ansonsten verlieren die Leute das Interesse. Was haben wir denn hier? Jump and Run, Rennsport. Nee, das darf ich noch nicht. Ja, komm hier. Wir sind mal dabei. Erste Eindrücke. Ha! Ich bin hervorragend. Ich muss jetzt mal dringend gucken, dass ich noch ein bisschen mehr Geld verdiene. So, was ist denn gerade? Ist das immer noch in? Guck mal hier, League of Giants ist immer noch... Hallo? Ich will das hier machen. Das zweite. Hallo? Jetzt aber. So. Preview. Ich kann ein Preview machen. Wir machen mal ein Preview. Wir haben immer noch niedrige Auflösung. Wir müssen echt mal investieren in eine tolle neue, in eine wunderbare neue Webcam. Fortsetzen. Preview Nummer 1. Wir brauchen Geld. Wir brauchen mehr Geld. Mehr Geld. Mehr Geld. Du hast ein neues Spiel gekauft. Winkende Begrüßung. Wir winken erstmal. Hallo. Jo, schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Hier ist total toll. Ausschnitt. Lustiger Kommentar. Und das war's. Mehr darf ich nicht machen, oder was? Doch, ich darf noch was. Du hast den letzten Kill gemacht. Singe da Kommentar. La la la. Pow, pow, pow. Ich hab dich getötet. Weiter. So, ein letztes Mal noch. Werden wir uns hier jetzt Sachen zuordnen. Das Ganze rendern. Oh, 3% Interesse. Das ist aber nicht so viel, ne? Wie schade eigentlich. Und schon ist der Stern, auf dem ich auf YouTube gekommen bin, ist der Stern schon wieder verglommen. Gibt es das Wort überhaupt? Schon ist der Stern erloschen. Möchtest du reden? Okay. Ich sollte warten, bis das Video hochgeladen ist. Ja, schon war es das mit meiner YouTube-Karriere. 3000 Abonnenten und schon bin ich nicht mehr angesagt mit den 2%. Ah! Und das war's auch schon, die erste halbe Stunde vom YouTubers Live. Ich muss ja zugeben, dass ich davor, wie ich das schon erwähnt hatte, bereits eine halbe Stunde gespielt hatte, um dann schließlich zu bemerken, dass meine Aufnahmesoftware überhaupt nicht aufnimmt. Ja, Mensch, das war ja toll. Zum Spiel an sich folgt nun die Bewertung. Nummer 1, der Fun-Faktor. Ja, zum Fun-Faktor kann ich sagen, ich habe ja nur die erste halbe Stunde gespielt, aber das, was ich da schon gesehen habe in den Optionen und das, was man später noch einstellen kann, da kommt bestimmt noch massig viel. Ich glaube, damit kann man sich Stunden beschäftigen. Was mich ein bisschen überfordert am Anfang sind diese ganzen Tutorial-Screens mit hier, ich bin deine Mutter, nein, 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 du solltest lernen, bla bla. Die mussten das wahrscheinlich irgendwie da reinbringen, ganz ehrlich. Hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Ich glaube, das war einfach nur so eine pädagogische Maßnahme, damit die Kids von heute auch wissen, dass man trotzdem zur Schule gehen muss und trotzdem studieren muss, selbst wenn man YouTuber ist und das schillernde, tolle und glamouröse Leben eines YouTube-Stars führt. Sehr glamourös bei mir zu Hause. Ihr solltet meine Küche sehen. Das Spiel hat mir auf jeden Fall die komplette halbe Stunde super Spaß gemacht zu jeder Zeit. Ich fühlte mich nicht gelangweilt und es kamen immer wieder neue Elemente dazu. Das fand ich sehr cool und deshalb gibt es für mich für den Fun-Faktor ein klares Thumbs Up. Nummer 2, die Steuerung. Ja, die Steuerung war total easy. Es steuert sich im Grunde genommen alles mit der Maus, beziehungsweise ein bisschen mit der Tastatur. Keine komplizierten Tastenkombinationen, die ihr euch merken müsst. Und dafür gibt es auch von mir ein klares Thumbs Up. Nummer 3, die Story. Ja, also eine Story habe ich da jetzt nicht wirklich gesehen. Es ist halt ein Simulationsspiel, ne? Da
kreiert man seine Story ja eigentlich selber. Aber ich weiß nicht. Noch so ein paar mehr Cinematic-Videosequenzen wären ganz nett gewesen. Wer weiß, was da noch so kommt. Wir hatten ja zwischendurch einen Freund, der gekommen ist und gefragt hat, hey, kannst du vielleicht ein Gaming-Video für mich machen? Und ich weiß nicht, was da eventuell noch so kommen mag. Wir werden es sehen. Ich bin auch gespannt auf die anderen Karrieren. Aber da es nicht wirklich eine Story gibt, gibt es für mich in diesem Bereich leider einen Thumbs Down. I am very sorry. Aber ein Indie-Monday ist nun mal kein Zuckerschlecken, liebe Entwickler. Da müsst ihr euch schon ein bisschen anstrengen. Punkt 4, die Grafik. Die Grafik fand ich richtig, richtig cool. Die war total niedlich und süß mit den großen Manga-Augen und so. Ich stehe ja so ein bisschen da drauf. Überhaupt nicht auf Manga oder auf Anime, aber ich mag diesen Stil, diesen cute Style, könnte man sagen, der in ganz vielen Indie-Games momentan so vorherrschend ist. Der gefällt mir ganz gut. Und ja, die Grafik ist eigentlich auch auf HD super anzusehen. Die Texturen sind halt einfach. Da gibt es nichts zu meckern, nichts ist pixelig. Und es ist schön bunt und es ist einfach dem Spielgenre angemessen und dem Thema des Spiels angemessen. Und deshalb gibt es für mich im Bereich Grafik auch einen Thumbs Up. Nummer 5, der Preis. Der Preis für YouTubers Live liegt momentan bei 14,99 €. Manche Leute werden sagen, na, das ist jetzt ein bisschen viel für ein Spiel, das ja im Grunde genommen noch gar nicht richtig fertig ist und wo man ja im Moment nur die Gamer-Karriere auswählen kann. Also 14,99 €, Indie-Game, jaha, könnte man jetzt sagen. Aber ich gehe davon aus, wenn noch mehr Leute dieses Spiel kaufen, kommen da auch ganz schnell noch die anderen Karrieren nach. Ich hoffe es zumindest, dass es kein Spiel ist, das man jetzt kauft für 14,99 € und dann komplett eingestampft wird. Das wäre ziemlich schade, weil YouTubers Live tatsächlich sehr viel Potenzial hat. Den Preis von 14,99 € finde ich nicht wirklich übertrieben. Ich fühlte mich in der halben Stunde zu keiner Zeit gelangweilt. Ich hatte die ganze Zeit Spaß und wollte am Ende auch überhaupt nicht aufhören. Und alleine deshalb finde ich den Preis von 14,99 € okay. Es ist natürlich jetzt für Leute, die jetzt, sage ich mal, 12 sind oder 14 und jetzt nicht so viel Taschengeld kriegen, schon keine 4,99 €. Aber zur Not wartet ihr einfach auf den nächsten Steam Sale und bekommt das Game dann für 9 € und seid dann happy. Ich für meinen Teil finde, dass man die Gaming-Industrie und auch gerade die Indie-Game-Industrie unterstützen muss, wenn man möchte, dass nicht weiterhin irgendwelche Spiele auf den Markt geworfen werden, ja, die eigentlich eher im Mobile-Sektor zu Hause wären und die man eigentlich lieber auf dem iPad spielen sollte und nicht portieren sollte für PC, Konsolen und was weiß ich. Ich finde, man sollte unterstützen, dass es Entwicklerstudios gibt, die sich an sowas Neues mal ranwagen und dann irgendein Game, das nicht aussieht wie Indie-Game A, B oder C, das es bereits vor 5, 6 Monaten gab. Und deshalb möchte ich euch jetzt encouragen und euch ermutigen, euch für 14,99 € dieses tolle Spiel zu kaufen, weil ich finde, dass diese 14,99 € in keinem Fall überteuert sind. Ich werde die Bewertung des Preises vornehmen unter der Voraussetzung, dass man für die anderen Karrieren, die ja offensichtlich noch kommen sollen, nicht noch zusätzlich bezahlen muss. Das fände ich sehr schade. Der Preis von 14,99 €, den finde ich soweit okay, wenn es am Ende ein vollständiges Spiel ist, wofür man nicht noch zusätzlich Geld bezahlen muss. Von daher finde ich 14,99 € durchaus fair und dafür gibt es von mir ein Thumbs Up. Jetzt wisst ihr, wie YouTubers Live so ist. Was denkt ihr? Ist das ein Game, das ihr euch vorstellen könntet zu kaufen? Ist es euch vielleicht zu teuer? Was mögt ihr an dem Game besonders? Und was erhofft ihr euch am meisten? Yeah! Es gibt ja viele Leute da draußen, von denen ich weiß, auch ganz viele Kids, die sagen, ich möchte unbedingt YouTuber werden. Wäre das so ein Ding für euch, euch das mal anzugucken? Weil es ist schon sehr viel Wahrheit in diesem Spiel. Auch mit dem Bearbeiten und dem Spiele kaufen und dem Equipment kaufen und so. Das Einzige, was nicht ganz so realistisch ist, ist die Steigerung der Abonnentenzahlen. Es ist ein bisschen, naja, ein bisschen aus der Luft gegriffen, dass ich nach 10 Minuten Spielzeit schon 1000 Abonnenten habe. Ich glaube nicht, dass das im wahren Leben so ist. Das ist nämlich in der Tat nicht so. Für meine ersten 1100 Abonnenten habe ich ungefähr, lasst mich nicht lügen, 2 Jahre gebraucht. Das ist nun mal so, aber je mehr man hat, desto schneller geht es und desto mehr steigt es auch. Und natürlich das Geld, der Geldfaktor in dem Spiel. Klar müsst ihr die ganze Zeit über Geld verdienen, damit ihr auch weiterhin euch Sachen leisten könnt, wie neues Equipment, neue Spiele und so weiter und so fort. Deshalb ist das Ganze da ein bisschen unrealistisch, also lasst euch durch das nicht täuschen. Aber trotzdem, wäre das ein Spiel für euch? Das interessiert mich sehr. Falls ihr noch weitere Vorschläge für neue Indie-Monday-Games habt, die ich unbedingt ausprobieren muss und die ihr vielleicht ganz toll oder auch
auch ganz schrecklich findet und die ich deshalb mal bewerten soll, dann bitte hier unten in die Kommentare, sehr gerne. Hier oben findet ihr noch weitere Indie Mondays in der Info-Section, falls ihr jetzt noch Bock auf mehr habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen hinsetzen und ein bisschen YouTubers live spielen. Ein super cooles Spiel. Ich freue mich, das gekauft zu haben. Endlich mal kein Spiel nach zweimal, das ich zurückgeben muss bei Steam. Danke, Steam. Es gibt doch noch einen Indie-Gott. Ich werde diese Woche versuchen, beziehungsweise nächste Woche, schon mal ein paar Videos vorzudrehen, sodass ich in Zukunft jeden Montag einen Indie-Monday machen kann und auch mal Short-Indies machen kann. Ich würde gerne so 5 bis 10 Videos schon fertig in der Pipeline haben. Daran muss ich aber jetzt arbeiten in den nächsten Tagen. Natürlich gibt es, wie gewohnt, für euch auf Twitch heute Abend, Montag um 19 Uhr, den Stream wie immer. Und auch diese Woche Freitag natürlich wieder um 21 Uhr auf Twitch einen Stream mit neuen coolen Games. Vielleicht spielen wir Minecraft, vielleicht spielen wir YouTubers Live, vielleicht spielen wir auch was anderes. Da könnt ihr euch gerne auch in den Kommentaren auslassen, was ihr gerne sehen wollt. Ich würde mich sehr über eure Meinung freuen und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, ihr Lieben, eure Fee. Tschüss!